Willkommen zurück zur Vorlesung Differentialgleichung im System Erde. Wir beschäftigen uns diese Woche mit der Implementierung unseres 2D-thermischen Mantelkonvektionscodes. Was haben wir bisher gemacht? Am Mittwoch hatten wir noch mal kurz die Grundgleichung wiederholt, die also die thermische Mantelkonvektion beschreiben. Das sah dann also so aus. Wir haben also einmal hier die Navier-Stokes-Gleichung unter der Vereinfachung, dass die Prandtl-Zahl irgendwie gegen unendlich geht und der ganze nichtlineare Anteil der Navier-Stokes-Gleichung herausfliegt. Dann haben wir hier die Energieerhaltung, die also einfach Energietransport oder Temperaturtransport einmal durch Advektion und dann durch Wärmeleitung beschreibt. Und schließlich noch eine Beziehung zwischen der Stromfunktion Psi und der Vortizität Omega. Einfach damit man dieses System von Differentialgleichungen lösen kann, da benötigt man halt noch diese Beziehung. So, dann hatten wir so verschiedene einfache Probleme identifiziert. Also es gab zwei Poisson-Gleichungen, also eine Poisson-Gleichung für die Vortizität. Da steht hier so Laplace von Omega ist gleich irgendeinem Quellterm minus Rayleigh-Zahl mal Ableitung der Temperatur nach x. Und dann diese Omega-Psi-Relation, also eine Poisson-Gleichung für die Stromfunktion, wo als Quellterm einfach minus Omega steht. Ja, die Probleme können wir also lösen. Das sind also simple Randwertprobleme. Dann blieb noch dieses Problem hier übrig, also die Energieerhaltung. Da hatten wir uns am Mittwoch diese Gleichung hier angeschaut, also den Advektionsanteil der Wärme, des Wärmetransports. Und das hatten wir mit dem Marker-in-Cell-Verfahren gelöst. Das sah dann also zum Beispiel so aus, wenn wir dieses langweilige Strömungsfeld aus unserer Segelbootaufgabe genommen haben und dann irgendwie so eine Gauss-Verteilung hier von dem Temperaturfeld als Anfangsbedingung angenommen haben. Dann konnte man also hier so einen 2D-Advektionsfilm erzeugen. So. Und man sieht, in diesem Strömungsfeld bleibt also die Form der Anomalie erhalten. Ja, das ändert sich also nicht. Ich bekomme also nicht irgendwie eine Änderung der Form, sondern wir sehen, die Form von der Temperaturanomalie bleibt erhalten. Das entspricht also dem Fall, den wir schon im 1D-Fall gesehen haben, wo also die Strömungsgeschwindigkeit konstant war und sich die Form der Anomalie dann entsprechend auch nicht verändert hat. Okay, das ist also das, was wir jetzt hier rausbekommen. Aber, das möchte ich gleich nochmal betonen, das Ganze hängt natürlich von dem Strömungsfeld ab, also wie das Ganze jetzt durch die Gegend strömt. Das heißt, wir hatten dann noch so ein zweites Problem uns angeschaut, wo wir das Strömungsfeld von den Lorentz-Gleichungen genommen haben, was also dann zu einer weiteren Vereinfachung von unseren Grundgleichungen für die thermischen Konvektionen führte, also dann am Ende zu den Lorentz-Gleichungen. Und da sah das Strömungsfeld dann so aus und da blieb die Form dann entsprechend nicht erhalten. Also wenn wir dann hier mal auf den Film klicken und uns den mal anschauen, dann sehen wir, dass die Temperaturanomalie hier also stark gestört wird. Das heißt, die Temperatur, dieser Temperaturblobs, der verteilt sich hier also auf einen sehr viel größeren Raumbereich. Und man sieht auch schon, dass es hier so pilzförmige Strukturen gibt, die sich hier ausbilden. Ja? Das heißt, das war jetzt ein Beispiel, wo die Form also nicht mehr einfach erhalten geblieben ist. Also nochmal, ich betone das, im 1D-Fall bei einer konstanten Geschwindigkeit bleibt die Form erhalten. Und im 2D-Fall ist das auch noch richtig, wenn man eine bestimmte Annahme über das Strömungsfeld macht, aber ganz generell gilt das hier nicht mehr. Das heißt, die Temperatur oder die Energie kann sich also irgendwie im Raum jetzt verteilen, je nachdem, was für ein Strömungsfeld ich hier annehme. So, das nur noch mal zur Wiederholung. Dann wollen wir uns heute mal das 2D-Wärmeleitungsproblem anschauen. Das kennen wir eigentlich schon. Ja, das hatten wir also schon gelöst. Also einmal für den Computerchip hatten wir dann auch performance-technisch optimiert mit der
JIT-Optimierung, also Just-in-Time-Kompilierung, und auch mal für so einige geowissenschaftliche Probleme uns genauer angeschaut. Das heißt, das wissen wir, wie das geht. Das können wir mit dem FTCS-Schema lösen, also Forward-in-Time und Central-in-Space-Schema. Jetzt müssen wir diese beiden Probleme nur noch kombinieren, also das Advektions- und das Wärmeleitungsproblem. Und das machen wir über sogenanntes Operator-Splitting. Das heißt, wir können diese beiden Probleme in zwei Teilprobleme zerlegen. Das heißt, wir lösen erst das Advektionsproblem, zum Beispiel mit dem Marker-in-Cell-Verfahren, bekommen dann ein neues Temperaturfeld T-Schlange zum Zeitschritt n plus 1 heraus und können für dieses Temperaturfeld T-Schlange die Wärmeleitungsgleichung lösen. Das setzen wir dann wieder in die Gleichung ein, naja, und so weiter. Ja? Das heißt, das ist der Ansatz, wie wir also dann die Advektionsdiffusionsgleichung, also diese beiden Gleichungen hier zusammen, wenn man sich die Farben mal wegdenkt, wie wir das Problem wirklich lösen können. Das heißt, das würde ich jetzt als erstes mal untersuchen. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal wieder auf Jupyter, den Jupyter Lab Server, beziehungsweise bin schon drauf. Und wir sind in Kapitel Nummer 8, Convection. Und ich sollte vielleicht erstmal in den klassischen Notebook-Modus gehen. So. Und wie gesagt, wir sind jetzt in Kapitel Nummer 8. Und haben uns jetzt hier mit dem linearen Advektionsproblem beschäftigt. Und jetzt geht es hier ums lineare Advektionsdiffusionsproblem. So, ein bisschen größer. Ja, das habe ich hier so nochmal aufgeschrieben. Das heißt, so sieht jetzt das lineare Advektionsdiffusionsproblem aus. Das heißt, hier ist der Advektionsanteil und hier ist der Diffusionsanteil. Und ja, das kennen wir jetzt also schon. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen jetzt dieses Operator-Splitting anwenden. Das heißt, wir lösen erst den Advektionsanteil mit dieser Gleichung hier. Rechnen die Lösung also nur noch einen halben Zeitschritt nach vorne oder man wählt einfach einen Zeitschritt, der so irgendwie halb so groß ist wie normalerweise. Also das ist man relativ flexibel. Aber was man technisch macht, ist, man rechnet das Ganze erstmal einen halben Zeitschritt nach vorne zum Zeitschritt n plus 1/2. Die Lösung setze ich dann hier in das Wärmeleitungsproblem ein und rechne dann noch einen weiteren halben Zeitschritt, bis ich dann also hier beim Zeitschritt n plus 1 angekommen bin. Und dieses Temperaturfeld kann ich dann hier wieder in das Advektionsproblem einsetzen. Gut, dann hatten wir im vorhergehenden Notebook schon gesehen, dass wir das Advektionsproblem in 2D mit dem Marker-in-Cell-Verfahren lösen können. Hatten wir noch so ein bisschen modifiziert, dass wir also nicht einfach nur die Geschwindigkeit an einem Punkt genutzt haben, sondern dass wir dann den Mittelpunkt, also so eine mittlere Geschwindigkeit über einen gewissen Zeitschritt bestimmt haben und dann entsprechend die Lösung in die Zukunft extrapoliert haben. Das führt dann dazu, dass die Ergebnisse etwas genauer werden. Ja, und hier unten sieht man jetzt das 2D-Wärmeleitungsproblem. Das kennen wir auch schon und das können wir lösen mit dem FTCS-Schema. Habe ich hier so nochmal dargestellt, also Forward in Time. Jetzt halt nur einen halben Zeitschritt statt wie üblich einen ganzen Zeitschritt. Das ist also hier die Zeitableitung, einfach so ein Vorwärtsoperator. Und Central in Space, man sieht für die Ableitung in X-Richtung, habe ich hier den zentralen FD-Operator. Also den Dreipunktoperator für die zweite Ableitung in X-Richtung und den Dreipunktoperator für die zweite Ableitung in Y-Richtung. Ja, dann kann ich also hier nach dem Temperaturfeld TIJN plus 1 umstellen und bekomme dann diese Gleichung Nummer 2 hier heraus. Und ja, das war es eigentlich schon. Nicht? Das heißt, wir lösen das Problem hier oben mit dem Marker-in-Cell-Verfahren und mit dem neu bestimmten Temperaturfeld lösen wir dann hier die Advektion, sondern die Diffusionsgleichung.
Gut, implementieren wir das mal. Das heißt, wir nehmen hier die ganzen Bibliotheken, die wir auch im Prinzip schon beim letzten Mal genommen haben: NumPy, Matplotlib und aus der SciPy-Bibliothek die Interpolate-Funktion, um das Marker-and-Sell-Verfahren anwenden zu können. Dann setzen wir hier wieder die Schrifttypen. So, dann habe ich hier einmal so eine kleine Funktion geschrieben, mit der wir also das 2D-Diffusionsproblem, also das 2D-Wärmeleitungsproblem lösen können. Das heißt, das ist einfach Update Diff 2D. Eingabeparameter ist die Temperatur, die ich also hier updaten will. Dann ein Sigma X und Sigma Z. Das sind einfach Vorfaktoren, wo also irgendwie der Zeitschritt und der räumliche Gitterpunktabstand drinne stehen. Und dann halt die Gitterpunkte, die Zahl der Gitterpunkte in X und Z-Richtung. Dann speichert man hier einfach mal das alte Temperaturfeld und hier ist einfach das FTCS-Schema in 2D nochmal, wird hier nochmal durchgeführt, nicht? Also Vorschleife über die beiden, alle Gitterpunkte in beiden Raumrichtungen. Und dann wird das Temperaturfeld hier geupdatet und zurückgegeben. Das heißt, das ist der Diffusionsanteil von unserem Problem, nicht wirklich dramatisch kompliziert. Und hier ist jetzt der Marker-in-Cell-Code kombiniert mit dem Diffusionscode. Das habe ich hier vergessen hinzuschreiben. Das löst also auch die Diffusionsgleichung, deswegen heißt es auch Advektionsdiffusion 2D. Ja, und die Eingabeparameter sind genauso wie zuvor. Also wie beim 2D-Advektionsproblem. Was jetzt noch dazugekommen ist, ist dieses Alpha, was vermutlich die thermische Diffusivität ist. Habe ich jetzt nicht hingeschrieben, aber ich vermute das mal stark. Ja. Das heißt, das Alpha ist jetzt hier die thermische Diffusivität. Hätten wir auch weglassen können, indem wir nur das dimensionslose Problem betrachten. Das hing ja nicht ab von Alpha, also von der Diffusivität. Gut. Ja, das heißt, was muss man jetzt hier machen? Erstmal wieder das Ausgangs-, also die Anfangsbedingungen auf T setzen. Das T0 ist gleich T. Zahl der Gitterpunkte in Z- und X-Richtung bestimmen. Die Zahl der Marker definieren. Dann definiere ich hier ein paar Konstanten, damit ich die nicht immer innerhalb der Zeitschleife und der räumlichen Schleifen da oben neu berechnen muss. Das sind also Konstanten, die hier in dem Diffusionsproblem auftreten. Das heißt, Alpha die Diffusivität mal dt durch dx Quadrat und Alpha mal dt durch dz Quadrat. Gut, dann habe ich hier die Zeitschleife, also die Vorschleife über alle Zeitschritte von 0 bis nt minus 1. Und hier können wir jetzt ziemlich schnell durchgehen. Das, was ich jetzt hier markiere, ist einfach das Marker-and-Sell-Verfahren, welches also mein Advektionsproblem löst. Da bin ich ja in der letzten Vorlesung hoffentlich ausführlich genug drauf eingegangen. Okay, das ist also das Marker-and-Sell-Verfahren, habe ich einfach kopiert. So, und jetzt machen wir aus dem simplen Advektions ein Advektionsdiffusionscode, indem wir diese Zeile hier hinzufügen. Also das ist einfach die Funktion, welche jetzt den Diffusionsanteil löst, nicht? Das heißt, ich nehme das Temperaturfeld hier aus dem Advektionsteil des Codes und stecke ihn einfach hier in den Diffusionsteil. Nicht? Wird dann hier noch einmal durchgerechnet, also immer diese, sieht man ja hier oben, diese Vorschleifen hier einmal durchlaufen über das gesamte Gitter, um also die Diffusion zu dem entsprechenden Zeitschritt durchzuführen. Und dann bekomme ich halt am Ende das Temperaturfeld heraus, was sowohl die Advektion als auch die Diffusion erfahren hat. Nicht? Dann geht es zum nächsten Zeitschritt und dann führe ich wieder Advektion zuerst durch und danach die Diffusion. Und zum Schluss gebe ich dann hier das Temperaturfeld einfach mal zurück. So, das war also ziemlich billig zu implementieren. Wir mussten einfach nur den Advektionscode aus der letzten Vorlesung nehmen und die Diffusion hier einbauen. Testen wir das Ganze mal, und zwar erstmal für unser banales Strömungsfeld Z-X aus der Segelbootaufgabe. Und ansonsten lasse ich alles so, ja, wie schon bei der Advektions-, bei dem Advektionsproblem. Das heißt, ich nehme wieder so eine Gauss-Verteilung der Temperatur an.
Und ja, wollen wir mal schauen, was jetzt rauskommt. So, was haben wir jetzt hier neu? Hier definiere ich erstmal die ganzen Materialparameter. Das ist eigentlich identisch mit dem Advektionscode, nicht? Also hier Diskretisierung des räumlichen Gitters. Nicht? Hier wird dann auch nochmal das Gitter genau definiert. Also erstmal die separaten Achsen und dann hier das kartesische Gitter an jedem Punkt X und Z. Und hier wird dann einfach die Anfangsverteilung definiert der Temperatur. Das ist einfach die Gauss-Funktion. Und hier wird das Strömungsfeld definiert, das also von x und z irgendwie abhängt. Das Einzige, was jetzt hier neu dazugekommen ist, ist das Alpha und das ist die thermische Diffusivität. So, checken wir nochmal die Anfangsverteilung der Temperatur. Und naja, wenig überraschend, das sieht also genauso aus wie bei unserem Advektionsproblem. Das heißt, ich habe hier wieder den Gauss-Blobbel und der wird jetzt also sowohl advektiert als auch diffundieren. Ja? Das heißt, ich habe jetzt einmal eine Bewegung im Raum, aber gleichzeitig, also eine gerichtete Bewegung im Raum, das ist ja die Advektion. Das heißt, das Ganze wird hier wieder um das Zentrum herumwirbeln. Gleichzeitig wird die Temperatur aber auch in alle Raumrichtungen sich ausbreiten. Das ist dann der Diffusionsanteil. So, es wird jetzt also spannend, was da rauskommt. Das heißt, wir lassen das Ganze hier mal 50 Zeitschritte rechnen und schauen mal, was herauskommt. So, das dauert ein bisschen. Ja, okay, ist jetzt nicht wirklich spektakulär. Ich zeige einfach mal das, was hier im Notebook schon als Ergebnis rauskam. Man sieht jetzt, das Ganze ist wahrscheinlich jetzt hier mehrmals um das Zentrum von dem Strömungsfeld herumgewirbelt. Und man sieht jetzt, dass die Amplitude von der Temperaturverteilung hier sich dramatisch geändert hat, nicht? Die Maximaltemperatur war hier erst 2 Grad Celsius. Und jetzt ist die signifikant heruntergegangen, vielleicht 1,25, 1,3 Grad Celsius. Und gleichzeitig ist ja, die Breite, also die Halbwertsbreite von der Gauss-Funktion irgendwie größer geworden. Das liegt einfach an dem Diffusionsanteil, nicht? Weil die Temperaturdiffusion bedeutete ja, dass sich das Temperaturfeld in allen Raumrichtungen auch noch irgendwie ausgebreitet hat. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal die Bewegung im Strömungsfeld, das ist der Advektionsanteil, und dann sehen wir halt, wie die Temperatur sich auch noch in allen Raumrichtungen gleichmäßig ausgebreitet hat. Das war der Diffusionsanteil. Okay, ist jetzt durchgelaufen, aber es kommt logischerweise die gleiche Lösung heraus. Ja, und das ist halt anders als im Fall der Advektion, wo also die Form hier zumindest jetzt bei diesem Strömungsfeld erhalten geblieben ist von der Temperaturanomalie. Das Video hatte ich ja eben gezeigt, der Advektion. Hierfür habe ich jetzt auch nochmal so ein Video erzeugt und da sieht man jetzt sehr schön, wie der Effekt von der Advektion tatsächlich aussieht. Das heißt, man sieht, die Anomalie wird immer diffuser und diffuser und diffuser, je weiter hier die Zeit voranschreitet. Also man sieht erst, bleibt noch dieser Blob erhalten. Und dann nimmt sowohl die Amplitude ab und als auch die Halbwertsbreite von der Gauss-Funktion. Das heißt, das Ganze verteilt sich dann hier im Raum. Nicht? Und deswegen ist das auch so wichtig, dass man die Advektion vernünftig hinbekommt, also ohne diese numerische Diffusion. Ja, um also klar trennen zu können, was ist jetzt also physikalische Advektion und physikalische Diffusion und was könnte zum Beispiel einfach numerische Diffusion sein. Ja, und das ist also das Schöne jetzt an dem Ansatz, das können wir sehr schön voneinander trennen. Gut, ich habe jetzt nicht gezeigt, wie das Ganze in dem komplizierteren Wellenfeld aussehen würde, aber das kann man sich schon vorstellen. Die Amplituden nehmen einfach auch nochmal signifikant ab. Nicht? Bekommt also nicht nur seine Störung von diesem Temperaturblobbel, der wird also nicht irgendwie so komisch hier auseinandergeschert, sondern ich bekomme auch noch zusätzlich eine Diffusion, die das Ganze also noch weiter im Raum verteilt.
So, was haben wir hier so gelernt? Einmal, wie können wir den 2D-Marker in Zell-Advektionscode so umschreiben, um das Advektionsdiffusionsproblem zu lösen? Hat irgendwie 2 Sekunden gedauert. Okay, ich habe es jetzt nicht live programmiert, es dauert dann vielleicht maximal eine Minute. Wobei man da im Prinzip eigentlich nur aus verschiedenen Codes was zusammenkopieren muss, nicht? Also immer den Advektionscode kopieren und dann den Diffusionscode reinkopieren. Also das war nicht wirklich kompliziert. Und da weise ich gleich nochmal darauf hin, man sollte sich angewöhnen, möglichst modular, also in Form von solchen Funktionen zu programmieren. Und man sieht jetzt den großen Vorteil, ich musste einfach nur so ein paar Funktionen hier zusammenwerfen, um also das 2D-Advektionsdiffusionsproblem zu lösen. Ja, dann hatten wir hier einfach mal das Advektionsdiffusionsproblem für die Gauß-Verteilung der Temperatur in unserem billigen Strömungsfeld aus der Segelbootaufgabe berechnet. Und dann halt sehr schön den Effekt jetzt gesehen, welchen Effekt tatsächlich die Diffusion am Ende hat. Ja, also wir haben nicht nur simple Advektion der Anomalie im Raum, sondern auch noch Diffusion der Temperatur in allen Raumrichtungen. Das ist also ganz entscheidend. Ja, und damit haben wir jetzt alle Zutaten zusammen, um wirklich mal einen Mantelkonvektionscode zu schreiben, nicht? Wir haben jetzt einen Löser für das Advektionsdiffusionsproblem. Und wir wissen auch, wie wir die Poisson-Gleichung für die Stromfunktion und die Vortizität lösen können. Das machen wir mit der Methode des steilsten Abstieges. Das haben wir natürlich auch super modular, in weiser Voraussicht programmiert und müssen das jetzt nur noch zusammenbauen. So, das heißt, ich mache das jetzt hier mal zu und gehe jetzt mal in das letzte Notebook von diesem Kapitel, was treffenderweise 2D Thermal Mantle Convection heißt. Das heißt, hier bauen wir jetzt unseren Mantelkonvektionscode mal zusammen. Was jetzt auch nicht wirklich schwer ist, weil wir haben jetzt ja verstanden, wie wir die einzelnen Teilprobleme lösen können und wir haben sie auch genial modular programmiert. Das heißt, das sollte jetzt kein wirkliches Problem sein. So, hier nochmal die Theorie zusammengestellt, wie also die entsprechenden Konvektionsgleichungen am Ende aussehen, die wir lösen wollen. Das habe ich einfach aus dem Einführungsnotebook kopiert und da gehe ich jetzt gar nicht mehr so sehr drauf ein, weil das habe ich am Mittwoch schon in aller Länge und Breite ausgeführt, wie das Ganze funktioniert. Ja, nochmal kurz zusammengefasst. Also, was müssen wir jetzt machen? Einmal müssen wir ein Temperaturfeld vorgeben. Damit können wir dann die Poisson-Gleichung Nummer 2 hier lösen, nicht? Also, wir setzen hier das Temperaturfeld ein. Dann können wir also hier diesen Quellterm von der Poisson-Gleichung für die Vortizität oder Wirbelstärke lösen. Wir haben dann hier den Quellterm und lösen die Poisson-Gleichung. Sobald wir die Vortizität haben, können wir die Vortizität als Quellterm in die Poisson-Gleichung für die Stromfunktion einsetzen. Ja, das hatten wir eigentlich schon alles in einem anderen Notebook hier gemacht, als es um das Randwertproblem ging. Und dann müssen wir halt noch das Advektionsdiffusionsproblem lösen, also Gleichung Nummer 4 und Gleichung Nummer 5. Und das haben wir eben gerade gemacht. Ja, also Marker-in-Cell-Verfahren für das Advektionsproblem, FTCS-Verfahren für das Diffusionsproblem. Also implementieren wir den ganzen Krempel mal. Müssen jetzt eigentlich nur die Codes zusammenwerfen. Das heißt, ich importiere alles, was wir jetzt hier brauchen. Nicht? Interpolate brauchen wir hier für das Marker-in-Cell-Verfahren. Numbar, um die Poisson-Löser zu optimieren. Naja, NumPy, Matplotlib kennen wir schon. Und diese lineare Algebra-Bibliothek, das brauchten wir, um das Poisson-Gleichung, um die Poisson-Probleme zu lösen. Da habe ich einfach nur die L2-Norm-Berechnung daraus verwendet. Gut, erster Schritt, wir lösen die Poisson-Gleichung für ein vorgegebenes Temperaturfeld. Wie gesagt, können wir auch alles aus dem 2D-Mantelkonvektions-BVP-Notebook hier kopieren. Das heißt, wir definieren erst, wie sieht der Laplace-Operator aus. Das war die Funktion a Laplace, kennen wir schon. Dann brauche ich eine Funktion, welche mir den Quellterm für die Vortizitätsgleichung berechnet. Das war einfach dieses minus Rayleigh-Zahl mal Ableitung der Temperatur nach x. Kennen wir auch schon. Also verweise ich auch nochmal auf das Video zu diesem
Randwertproblem hier. Ja, dann müssen wir noch, was müssen wir noch machen? Das war's schon. Weil das Psi, also den Quellterm für die Stromfunktion, das war einfach die negative Vortizität. Da brauchen wir keine Funktion, um das auszurechnen. Das heißt, wir können jetzt schon den Code zusammenwerfen. Nicht, sieht man jetzt hier. Ich habe jetzt hier also unseren thermischen Mantelkonvektionscode Psi WBVP. Was macht der? Ach so, das ist jetzt nur der Anteil, der die Poisson-Gleichung löst. Das heißt, Psi WBVP löst jetzt unsere Poisson-Gleichung, also einmal die für die Vortizität und für die Stromfunktion. Und ja, muss ich eigentlich auch nicht viel zu sagen. Eingabeparameter sind Temperatur, Psi und Vortizität. Logisch, weil die treten in dem Problem auf, genauso wie die Rayleigh-Zahl. Dann die Zahl der Iterationsschritte, dx, dz und irgendein Toleranzwert. Und zurückgegeben wird dann nachher natürlich Psi und die Vortizität Omega. Ja, dann definiere ich hier einfach meine Modellierungsparameter, also meine Konstanten. Also ganz genau berechne ich hier einfach die Quadrate der räumlichen Gitterpunktabstände. Dann initialisiere ich hier meine Residuen für die Methode des steilsten Abstiegs und speichere hier auch nochmal dieses Matrix-Vektor-Multiplikationsprodukt, was ich brauche, um die Schrittweite zu bestimmen. Okay, dann wird hier wieder nz und nx bestimmt und dann habe ich hier eine Vorschleife über alle Iterationen. Also das ist jetzt noch keine Vorschleife über Zeitschritte, sondern das ist jetzt hier die Methode des steilsten Abstiegs, wo ich also mal eine gewisse Anzahl von Iterationen durchlaufen lasse, bis also ich eine Lösung für dieses gekoppelte System von Poisson-Gleichung zur Berechnung der Vortizität und der Stromfunktion erhalte. Das heißt, da gehe ich jetzt auch nicht im Detail drauf ein. Hier löse ich die Poisson-Gleichung für die Vortizität. Und hier löse ich die Poisson-Gleichung für die Stromfunktion. Ja? Das heißt, da verweise ich also nochmal auf das entsprechende Jupyter-Notebook, um nochmal zu wiederholen, wie hier dieses Verfahren des steilsten Abstiegs tatsächlich funktioniert. Hier wird dann das Abbruchkriterium ausgerechnet und sobald das Abbruchkriterium erfüllt ist, führe ich einen Break ein. Wäre vielleicht sinnvoller, statt der Vorschleife hier mal wirklich eine While-Schleife einzubauen. Wobei man braucht eigentlich nicht wirklich viele Iterationen. Weil spätestens nach der zweiten Iteration, nach dem zweiten Zeitschritt habe ich schon eine relativ gute Vorstellung, wie das Temperaturfeld eigentlich aussehen muss. Oder beziehungsweise, ja, wie das Temperaturfeld aussehen muss. Und daraus resultieren dann auch die Stromfunktion und die Vortizität. Ja? Also man könnte hier auch eine While-Schleife einbauen. So, das heißt, jetzt haben wir hier die Poisson-Gleichung gelöst. Das macht also diese Funktion hier. Und jetzt brauchen wir noch die Lösung für das 2D-Advektions-Diffusionsproblem. Das kopieren wir einfach aus dem anderen Notebook. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Funktion, welche das Diffusionsproblem löst. Das habe ich einfach aus dem vorhergehenden Notebook kopiert. Hier rechne ich mal aus der Stromfunktion die verschiedenen Geschwindigkeitskomponenten. Das braucht man logischerweise, um später das Feld advektieren zu können. Nicht? Ich muss ja, wenn ich hier oben die Advektion durchführe, irgendwie ein Geschwindigkeitsfeld haben. Und es ist jetzt ja nicht so, dass dass das Geschwindigkeitsfeld jetzt irgendwie konstant ist, also dass es entweder dieses langweilige Geschwindigkeitsfeld ist oder das aus der Lorentz-Gleichung, sondern wir updaten jetzt ja das Geschwindigkeitsfeld mit der Zeit. Nicht? Wir lösen ja die Navier-Stokes-Gleichung jetzt auch. Das heißt, wir können jetzt hier so einfach die Geschwindigkeitskomponenten unten ausrechnen. Das ist also das, was jetzt hier gemacht wurde. Ja, und diese ganzen Komponenten hier können wir jetzt zu dem Mantelkonvektionscode zusammensetzen. Nicht? Es fehlt noch der Advektionsteil, der steht dann hier im Hauptprogramm nochmal drin. Aber ansonsten haben wir jetzt alles zusammen.
Nicht? Also wir haben eine Funktion, welche aus der Stromfunktion Geschwindigkeitskomponenten ausrechnet. Dann haben wir eine Funktion, welche den Diffusionsanteil beschreibt. Wir haben eine Funktion, welche die Poisson-Gleichungen löst. Und ja, das sind ja auch noch die Funktionen, welche zu der Lösung der Poisson-Gleichung gehört. Also einmal, wie ist der Laplace-Operator definiert und die rechte Seite der Poisson-Gleichung für die Vortizität. So, das heißt, das werfen wir jetzt alles in diesen Code Mantle Convection zusammen. Das heißt, was brauchen wir jetzt als Eingabeparameter? Natürlich die Anfangsbedingungen T0, Psi0 und Omega0. Nicht? Also für das Temperaturfeld, die Stromfunktion und die Vortizität. Dann einmal die Zahl der Iterationsschritte bei der Methode des kleinsten Abstiegs oder steilsten Abstiegs, wie das ganz genau heißen müsste, um also die entsprechenden Poisson-Gleichungen zu lösen. Dann die Zahl der Zeitschritte, die wir also die Lösung in die Zukunft propagieren wollen. Dann hier die räumlichen Gitterpunktabstände und die Ausdehnung des Modells in X- und Z-Richtung. Zeitschritt, Rayleigh-Zahl und das Abbruchkriterium für den Poisson-Löser. Steht jetzt also hoffentlich hier alles nochmal vernünftig kommentiert und zurückgegeben wird am Ende natürlich logischerweise das Temperaturfeld, Stromfunktion und die Vortizität. So, dann initialisiere ich erstmal hier die ganzen Felder, also T0 wird nach T kopiert, Psi0 nach Psi und Omega0 nach Omega. Dann habe ich hier zwei Felder initialisiert für die verschiedenen Geschwindigkeitskomponenten. Die sind natürlich genauso definiert wie die Stromfunktion. Das heißt, das initialisiere ich erstmal alles mit 0. Das heißt, ich habe dann einfach 2D-Matrizen, die also die verschiedenen Geschwindigkeitskomponenten an jedem Raumpunkt definieren und die sind erstmal alle 0. So, dann hier die Zahl der räumlichen Gitterpunkte in X- und Z-Richtung. Naja, dann hier der übliche Koordinatenkrempel. Und hier muss ich jetzt einfach nur die ganzen Konstanten aus den verschiedenen Codes irgendwie zusammenklauben. Nicht? Also das hier war dx2 ist gleich dx², dz2 gleich dz². Das braucht man für den Diffusionscode. Kann ich dann also hier auch nochmal das Sigma X und Sigma Z ausrechnen, brauche ich auch für den Diffusionscode. Dann definiere ich mir hier die Zahl der Marker in X- und Z-Richtung, was ich logischerweise für das Marker-in-Cell-Verfahren benötige. So, und hier sieht man jetzt, wird einmal so ein Plot vorbereitet, um das Temperaturfeld darzustellen. Das heißt, ich plotte hier erstmal das Temperaturfeld, was erstmal noch relativ unspektakulär ist, vermutlich. Und dann schalte ich hier in den interaktiven Modus. Da weise ich nochmal darauf hin, das funktioniert nur hier unter diesem klassischen Notebook-Modus, aber nicht unter JupyterLab. Ja, das geht da nicht. Das heißt, was jetzt ich im Folgenden hier machen will, ist nach einer gewissen Zahl von Zeitschritten das Temperaturfeld immer als TIFF-Datei ausgeben. Und diese TIFF-Dateien kann man dann später zu so einem Movie zusammensetzen. Ja, also entweder Animated GIF oder irgendwie MP4 oder irgend sowas. Da gibt es also Programme dafür, mit denen ich also aus einer Serie von Einzelbildern tatsächlich einen Film dann zusammensetzen kann. Das heißt, ich speichere nach einer gewissen Anzahl von Zeitschritten immer das Temperaturfeld ab als Bild, also als TIFF-Datei. Und zwar mache ich das hier für jeden Zeitschritt, das ist dieser Parameter nsnap, den könnte ich allerdings auch erhöhen. Dass ich das also nur jeden n-ten Zeitschritt tatsächlich durchführe. So, dann habe ich jetzt hier meine Vorschleife über alle Zeitschritte. Und dann mal hier dargestellt, was ich jetzt im Detail eigentlich mache. Also Schritt Nummer 1, ich löse die Poisson-Gleichung für die Stromfunktion und die Vortizität. Das macht also jetzt hier die Funktion Psi Omega BVP. Und zurück kommt dann logischerweise ein Omega und ein Psi. Das brauche ich dann, um den Advektionsdiffusionsanteil hier berechnen zu können. Das mache ich dann also im nächsten Schritt. Das heißt, ich rechne hier erstmal die Komponenten aus der Stromfunktion.
nicht? Also die Geschwindigkeitskomponenten des Strömungsfeldes. Das macht also hier diese Funktion Psi to Velocity. Also da verweise ich nochmal auf die erste Übungsaufgabe, da habt ihr das ja gemacht, nicht? Also es gab eine vorgegebene Stromfunktion und dann müsste man einfach irgendwelche Komponenten der Rotation berechnen, um hier auf die verschiedenen Geschwindigkeitskomponenten zu kommen. So, dann kann ich jetzt wieder alles schön kopieren aus den anderen Codes. Hier kommt jetzt erstmal wieder die Lösung des Advektionsanteils, also sprich das Marker-in-Cell-Verfahren. Ja? Das heißt, ich nehme mein vorgegebenes oder mein gerade berechnetes Geschwindigkeitsfeld hier mit den verschiedenen Komponenten und advektiere damit hier mein Temperaturfeld durch die Gegend. Sobald ich dann genug rum advektiert habe, setze ich das hier in den Diffusionsanteil ein. Das ist auch eine Funktion, die ich aus dem letzten Notebook geklaut habe. Das heißt, ich berechne hier den Diffusionsanteil. Ja, und dann wende ich noch von Neumann Randbedingungen an, und zwar am linken und rechten Rand. Da soll das Ganze also thermisch isoliert sein. Schon mal kleiner Spoiler, wobei das jetzt auch nicht wirklich überraschend ist. Das heißt, ich setze hier den letzten Gitterpunkt, also den ersten Gitterpunkt in X-Richtung auf den zweiten Gitterpunkt. Man achte nochmal auf die Indizes, also eigentlich setze ich den nullten Gitterpunkt auf den ersten. Und genauso beim letzten Gitterpunkt. Nicht? Und wenn ich die Felder dann entsprechend hier so kopiert habe und die Zeitschleife dann das nächste Mal durchlaufe, dann wird automatisch die von Neumann-Randbedingung erfüllt. So, und in dem Code hier, das ist so ziemlich das einzig Neue, was jetzt hier auftritt, gebe ich jetzt tatsächlich das Temperaturfeld aus. Nicht? Das heißt, ich update hier einfach mein Temperaturfeld-Plot. Machen diese beiden Kommandos hier. Und dann schreibe ich eine TIFF-Datei in das Verzeichnis ImageOut. Ja? Das heißt, man definiert erstmal hier den Dateinamen. Das ist also das hier, einfach so ein String. Und dann plotte ich das einfach mit dieser Plot-Funktion. Gut, und nachdem dann hier alle Zeitschritte irgendwie durchlaufen sind, von 0 bis nt-1, geben wir hier Temperaturfeld, Omega und Psi wieder zurück. Das war der Mantel-Konvektionscode, also nicht wirklich dramatisch. Wie gesagt, wir mussten nur die Einzelteile, die wir schon kennen, irgendwie zusammensetzen zu einem neuen Code. Weil die Physik der Teilprobleme hatten wir ja nun schon hoffentlich verstanden. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt definieren wir natürlich unsere Modellparameter und unsere Anfangsbedingungen. Das heißt, wir nehmen mal an, wir haben einen dimensionslosen Erdmantel. Der soll mal in X-Richtung doppelt so groß sein wie in Z-Richtung. Nicht? Also doppelt so breit wie hoch. Nicht? Also die Dicke des Mantels ist 1 und die Länge ist dann doppelt so groß. Und das Ganze modellieren wir dann mit 204 Gitterpunkten in X-Richtung und 102 Gitterpunkten in Z-Richtung. Bei den thermischen Eigenschaften können wir auch was kopieren, und zwar aus diesem Randwert-Notebook. Das heißt, wir gehen wieder davon aus, dass wir am Boden das Ganze aufheizen. Also in der Kernmantelgrenze wird das Medium aufgeheizt. Das heißt, da setzen wir die Temperatur auf 1 und an der Oberfläche kühlen wir das ab. Da setzen wir dann die Temperatur natürlich auf 0. So, und im Wärmeleitungsfall bildet sich dann ein lineares Temperaturprofil aus. Sieht man hier, das können wir also mit dieser simplen linearen Gleichung beschreiben. Die sagt also einfach, dass die Temperatur von der Oberfläche zur Kernmantelgrenze also linear zunimmt. Das reichte aber nicht, wie wir in der letzten Übungsaufgabe gesehen haben. Ja, das heißt, wir brauchen auch eine Störung des Temperaturfeldes in X-Richtung. Für diejenigen, die es noch nicht rausgefunden haben, das brauchen wir deshalb, weil hier bei dieser Poisson-Gleichung die Ableitung der Temperatur nach x berechnet wird. Wenn die Temperatur jetzt nur linear mit der Tiefe zunimmt, sind alle Ableitungen nach der Temperatur nach x gleich 0. Entsprechend ist der Quellterm hier gleich 0. Da, wie wir gleich sehen werden, auch die Ränder von unserem Modell überall ein Omega von 0 haben, kommt am Ende eine Lösung von einer Vortizität von Omega gleich 0 heraus.
Wenn wir das dann hier einsetzen, kommt auch eine Stromfunktion von 0 heraus und das bedeutet, dass am Ende überhaupt nichts strömt. Das heißt, unabhängig von der Größe der Rayleigh-Zahl, wenn also dieser Gradient hier immer gleich 0 ist, können wir keine Konvektion in Gange bringen. Das könnt ihr also mal gerne ausprobieren, indem ihr hier die Randbedingungen oder die Anfangsbedingungen etwas modifiziert. Also indem ihr einfach nur dieses lineare Temperaturprofil hier annehmt. Was wir jetzt aber machen, ist, wir führen hier diese räumliche Störung in x-Richtung ein, einfach über diese Kosinusfunktion hier. Das heißt, das ist jetzt unsere Anfangsbedingung, also einmal das lineare Temperaturprofil noch plus dieser Perturbation hier in x-Richtung. Ja, das war also so eine Anfangsbedingung, die wir schon bei den Lorentz-Gleichungen gesehen hatten. Beziehungsweise es war keine Anfangsbedingung da, sondern so eine Perturbation des Temperaturfeldes bei dieser Fourier-Reihe, die man da betrachtet hat. Gut, dann nehmen wir genau dieselben Parameter für dieses P und K bei dieser Störung, wie wir das auch schon bei dem Randwertproblem genommen hatten. Da verweise ich also nochmal auf dieses Handbuch von diesem Mantelkonvektionscode Aspect. Gut, dann müssen wir noch Randbedingungen definieren. Für das Temperaturfeld hatten wir das jetzt schon fast gemacht. Ich habe das hier unten nochmal genauer aufgeschrieben. Schauen wir uns erstmal die Stromfunktion und Vortizität an. Da sagen wir einfach, an allen Rändern ist der ganze Kram 0. Das war jetzt nicht wirklich spektakulär. Randbedingungen beim Temperaturfeld hatte ich oben schon erwähnt. An der Oberfläche setzen wir die Temperatur auf 0. Und an der Kernmantelgrenze auf 1, das heißt, das sind einfach Dirichlet-Randbedingungen. Und das hatten wir auch schon im Code gesehen. Am linken und rechten Rand hätte ich gern von Neumann Randbedingungen, und zwar welche, die das Medium isolieren. Das heißt, wir haben keinen Wärmefluss in dem Bereich. Das heißt, entsprechend sind die Gradienten da 0, also eine von Neumann Randbedingung. So, das heißt, ich definiere jetzt hier die ganzen Modellierungsparameter. Da muss ich jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Das heißt, bis hier ist das eigentlich alles klar, nicht? Also das haben wir jetzt schon tausendmal gesehen. Räumliche Diskretisierung, Definition des Koordinatensystems, dann Randbedingungen am oberen und unteren Rand. Dann wird hier das lineare Temperaturprofil ausgerechnet, die Störung und dann hier die Anfangsbedingung für das Temperaturfeld. Hier wird dann noch die Randbedingung gesetzt auf das anfängliche Temperaturfeld, nicht, also das oben abgekühlt wird und unten aufgeheizt, beziehungsweise umgekehrt, das Koordinatensystem ist hier gedreht. Nicht, also Bottom ist hier der letzte Index. Naja. Okay, kommt auf jeden Fall das Richtige raus. So, dann initialisiere ich hier die Stromfunktion und gleichzeitig auch die Randbedingung. Das heißt, ich initialisiere erstmal alles mit 0. So, dann brauche ich hier noch so ein paar Parameter für den Poisson-Solver, also Zahl der Iterationen, Toleranzwert. Und hier rechne ich dann noch das Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium aus. Das brauche ich vermutlich für den Diffusionsanteil von dem Advektionsdiffusionsproblem. So, jetzt haben wir fast alles definiert. Jetzt könnte es noch eine gute Idee sein, mal die Rayleigh-Zahl für den Erdmantel auszurechnen. Ich erinnere nochmal, die Rayleigh-Zahl war einfach das Verhältnis von Parametern, welche die Konvektion forcieren, also verstärken können, relativ zu Parametern, welche die Konvektion unterdrücken. Also verstärkende Parameter ist die Dichte, die Gravitationsbeschleunigung, thermischer Ausdehnungskoeffizient Alpha, die Temperaturdifferenz zwischen dem oberen und unteren Rand und dann halt die Mächtigkeit unseres Mantelmodells hoch 3. Nicht? Also die Mächtigkeit war ein ganz entscheidender Faktor, der die Konvektion angetrieben hat. Die Konvektion unterdrücken dagegen hier die Scherviskosität. Nicht, oder das ist ganz genau, ja, das ist die Scherviskosität. Und die thermische Diffusivität Kappa. Nicht? Das heißt, da muss man jetzt also mal irgendwelche sinnvollen Werte irgendwie sich besorgen für den Erdmantel.
Das Erdmantel hat zum Beispiel eine Dichte von 4000 Kilogramm pro Kubikmeter. Okay, Gravitationsbeschleunigung, nehmen wir mal an, dass die konstant wäre. Das stimmt zwar nicht hundertprozentig, aber so plus minus stimmt das schon. Also 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Thermischer Ausdehnungskoeffizient ist 3 mal 10 hoch minus 5 pro Kelvin. Delta T, also die Temperaturdifferenz zwischen Kernmantelgrenze und Erdoberfläche, sind 3000 Kelvin. Die Dicke des Erdmantels sind 2900 Kilometer. Das Ganze dann nochmal 1000 multipliziert, um auf Meter zu kommen. Wir müssen also hier immer mit SI-Einheiten rechnen. Scherviskosität ist 1 mal 10 hoch 22 Pascalsekunden. Und die thermische Diffusivität ist 1 mal 10 hoch minus 6 Meter Quadrat pro Sekunde. Das Ganze können wir dann hier eintasten, die Formel, und kommen auf eine Rayleigh-Zahl von ungefähr 8,6 mal 10 hoch 6. Also 8.600.000 ungefähr. Und das sieht man schon, ist offensichtlich sehr viel oder sehr weit oberhalb der kritischen Rayleigh-Zahl, die also irgendwie bei 1000 oder sowas lag. Das heißt, wir können also davon ausgehen, dass im Mantel tatsächlich Konvektion stattfindet. Wenig überraschend. So, um jetzt wirklich 8,6 mal 10 hoch 6 verwenden zu können, also um das wirklich sinnvoll modellieren zu können, müssten wir das räumliche Gitter, was wir da oben definiert haben, noch ein bisschen feiner auflösen. Um jetzt also Rechenzeit zu sparen, reduziere ich die Rayleigh-Zahl mal auf 1 mal 10 hoch 6. Aber ob das jetzt einmal eine Million ist oder 8 Millionen, okay. Das ist kein so großer Unterschied. Und wir rechnen dann die Lösung hier für 293 Zeitschritte aus. So, kleine Warnung, wenn man den Code jetzt hier mal wirklich laufen lässt, dann dauert das relativ lange, so ungefähr eine Stunde. Also das ist so auf meinem Rechner hier, also meinem Spiele-PC, der schon 5 Jahre alt ist und ein Intel Core i7-6700K CPU hat mit ungefähr 4 GHz Taktfrequenz und 16 GB RAM. Betrug die Laufzeit hier für 293 Zeitschritte ungefähr 37 Minuten. Ja, das schließt dann auch ein, dass also laufend TIFFs rausgeschrieben werden, natürlich. Das heißt, die Visualisierung kostet auch noch einige Zeit. Das heißt, das sollte man also irgendwie im Hinterkopf behalten. Und ja, lässt man dann also hier laufen, mache ich jetzt natürlich nicht, weil das wäre jetzt ziemlich blöd, hier irgendwie 37 Minuten auf dem WebLab-Server vermutlich noch etwas länger zu warten. Auf jeden Fall, am Ende kommt dann dieses Temperaturfeld hier heraus. Wir sehen also hier die Tiefe aufgetragen über der X-Koordinate. Man sieht, hier unten wird das Ganze also aufgeheizt, hier oben abgekühlt. Und bei den von uns verwendeten Temperatur- und Vortizitäts- und Stromfunktionsrandbedingungen kommt dann das hier heraus. Wir hatten noch eine bestimmte Verteilung der Störung des Temperaturfeldes in X-Richtung angenommen. Und man sieht, es gibt jetzt eine sehr stabile Lösung. Wir sehen also hier im Zentrum von dem Modell steigt jetzt also heißes Material auf, kühlt dann hier ab und sinkt am rechten bzw. am linken Rand wieder nach unten, heizt sich hier wieder auf und steigt wieder dann entsprechend auf. Das heißt, wir haben hier so zwei, müsste jetzt hier auch nochmal irgendwie das Strömungsfeld plotten, aber man hat jetzt hier zwei Konvektionsrollen, die sehr stabil sind. Also einmal konvektiert das Ganze oder strömt das Ganze hier gegen den Uhrzeigersinn und auf der Seite hier dann entsprechend vermutlich im Uhrzeigersinn. Und dafür habe ich natürlich auch ein kleines Video produziert, dass man mal sehen kann, wie sich das Ganze also hier zeitlich entwickelt hat. Und das ist sehr spannend, weil wir sehen tatsächlich die verschiedenen physikalischen Anteile, die also zu der Gesamtlösung hier am Ende führen. Ich pausiere das vielleicht mal irgendwie hier gleich am Anfang. Na, wieso geht denn das jetzt nicht? Den ganzen Mist will ich nicht sehen. Okay, das ist jetzt nicht ganz exakt der Anfang.
je, das geht mir irgendwie dezent auf den Keks. Ich werde das mal auf YouTube versuchen. Ich glaube, da geht das ein bisschen besser. Ja, okay. Moment, ich will hier nochmal auf Wiederholen gehen. So, das heißt, das ist der Anfangszustand von unserem Konvektionsproblem. Ganz genau ist das das Temperaturfeld am Anfang. Aber das Strömungsfeld kann man sich vorstellen, das ist überall 0. So, man sieht also mehr oder weniger hier eine lineare Temperaturzunahme mit der Tiefe. Also hier an der Kernmantelgrenze wird, wie gesagt, aufgeheizt, hier oben abgekühlt. Aber dann sieht man auch noch so eine ganz minimale Störung, nicht? Das ist also eine ganz langweilige Kosinusfunktion, die man hier sieht. Und diese Störung bestimmt jetzt auch, wie die Konvektionsströmung am Ende aussieht. Und was jetzt hier passiert ist, ich lasse das mal irgendwie kurz laufen, es bildet sich sehr schnell hier so ein Bereich aus, wo also das das heiße Material ziemlich stabil hochströmen kann. Ja? Es ist also nicht irgendwie, dass da groß eine Zeitabhängigkeit zu sehen wäre. Das Einzige, was man gleich sehen wird, ist, dass hier in den Bereichen irgendwie die Temperatur noch so ein bisschen herumwirbelt. Nicht? Man sieht, das ist der Advektionsanteil. Nicht? Also wenn ihr euch mal hier so ein Teilproblem herausgreift, das sieht stark nach dem aus, was also auch die Lorentz-Gleichung schon vorher gesagt haben. Und was wir in der im letzten oder vorletzten Notebook ganz genau modelliert hatten. Also wie sieht die Advektionslösung aus, wenn ich das in so einem Strömungsfeld laufen lasse, das also dem Lorentzfeld entspricht. Und da sah man ja, dass es also hier diese komischen Spiralstrukturen gibt. Ja, das heißt, da sieht man deutlich, aha, das kenne ich, das ist der Lösungsanteil von der Advektion. Und wir werden gleich sehen, dass diese Spiralen hier immer von der Amplitude kleiner und kleiner werden. Das Ganze durchmischt sich hier natürlich mit der Zeit. Plus, ich bekomme zusätzlich natürlich noch Diffusion. Das heißt, die Diffusion führt dann auch dazu, dass das Ganze sich dann hier so durchmischt. Und wir sehen, es gibt dann eine sehr stabile Konfiguration, wo ich also hier so mehr oder weniger eine konstante Temperatur habe und nur an den Rändern überhaupt also heißes Material aufsteigt und kaltes Material absinkt. Ja, das ist im Prinzip schon sowas wie eine Fixpunktlösung. Ja. Ist ein bisschen komplizierter, weil ich habe jetzt nicht nur irgendwie Strömung in eine Richtung, sondern ich habe jetzt hier halt zwei Zellen, die gegenläufig strömen. Ja? Das heißt, das ist eine sehr stabile Konfiguration, die jetzt hier herauskommt. Eine sehr stabile Lösung. Ja, aber so die wesentlichen Details, die wir auch schon von den Lorentz-Gleichungen her kennen, die sehen wir jetzt hier halt auch wieder. Ja? Das heißt, wir sehen, es steigt hier heißes Material an einem Rand auf und kaltes Material sinkt hier so pilzförmig nach unten ab. So, das heißt, das mache ich mal zu. Ja, das war also jetzt ein Beispiel für eine sehr stabile Konvektion, wo ich also wirklich mehr oder weniger symmetrische Anfangsbedingungen für das Temperaturfeld angenommen habe. Und es sah gar nicht so turbulent aus, nicht? Also wir hatten ja bei den Lorentz-Gleichungen gesehen, wenn ich also eine große Rayleigh-Zahl habe, dann kann die Strömung ja durchaus sehr turbulent werden. Aber hier hat sich jetzt ein sehr stabiles Konvektionsmuster eingestellt. Ja? So, das war ja schon mal ganz interessant. Die nächste Frage, die sich jetzt stellt, ist, was ist, wenn ich diese Symmetrie der Anfangsbedingungen so ein bisschen breche? Ich habe ja hier diese Störungsparameter, also das hier, 2D-Perturbation. Wenn ich jetzt statt K gleich 1 das K ein bisschen variiere, was kommt dann eigentlich heraus? Also K gleich 1,42 und dann nochmal ein bisschen länger rechne. Also nicht nur irgendwie 239 Zeitschritte, sondern 1717. Das führt dann dazu, dass auf meinem Rechner eine Rechenzeit von 3 Stunden 36 Minuten rauskommt. Also da muss man schon ein bisschen mehr Zeit investieren. Was kommt denn dann für eine Lösung heraus? Da habe ich also auch einen netten Film zu produziert. Gehe ich also auch gleich mal wieder auf YouTube. Ups, Vollbild. So.
Das heißt, man sieht jetzt nicht einfach hier so eine leichte Beule in der Temperaturverteilung, sondern wir sehen jetzt hier ja, mehr oder weniger die Kosinusfunktion. Das heißt, wir sehen hier einmal eine Beule, die nach oben geht und dann geht es hier so ein bisschen runter und wieder nach oben. Das heißt, wir haben jetzt kein wirklich mehr symmetrisches Temperaturfeld in x-Richtung. Und schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Nicht zunächst mal sieht es so aus, als wenn da jetzt zwei solche stabilen Plumes entstehen oder zwei Bereiche, wo die Temperatur einfach sehr stabil aufsteigt. Aber dann sehen wir, das sieht ziemlich turbulent aus, was da rauskommt. Das heißt, dieses zeitabhängige Problem mit dieser Anfangsbedingung, das ist halt ja sehr viel komplizierter. Ja, das heißt, ich habe hier zwar immer noch Bereiche, wo also heißes Material aufsteigt und kaltes Material absinkt, aber man sieht, es gibt jetzt kein wirklich stabiles Konvektionsmuster mehr, sondern das ist jetzt stark zeitabhängig. Nicht? Ich habe jetzt hier eine Konvektionszelle, aber die variiert mit der Zeit. Ich sehe auch so komische Oszillationen teilweise von diesen Konvektionszellen. Die werden mal größer, die werden mal kleiner. Und da verweise ich auch nochmal auf die Lorentz-Gleichung. Was Ähnliches hatten wir da nämlich auch schon gesehen, obwohl die zugrunde liegenden Gleichungen natürlich sehr viel simpler waren. Ja, also wieder ein ganz netter Gag. Wir haben das Problem also noch sehr viel weiter vereinfacht, aber die wesentlichen Strukturen hat man auch bei dieser starken Vereinfachung noch gesehen. Was man jetzt also nicht sieht, ist bei den Lorentz-Gleichungen diese starke Zeitabhängigkeit von der Lösung. Das war dann übrigens auch ein Grund, warum unser Versuch, da irgendwie dieses Randwertproblem mit den von uns vorgegebenen Randbedingungen für so eine Rayleigh-Zahl tatsächlich zu lösen, wo wir also versucht haben, irgendwelche Fixpunktlösungen zu bestimmen für dieses System von gekoppelten Poisson-Gleichungen, dass das nicht wirklich erfolgreich konvergiert hat. Ja? Konnte also nicht wirklich konvergieren, weil ich habe hier so eine starke zeitabhängige Komponente drin. Ja, sieht unglaublich faszinierend aus. Also man sieht diese Bereiche, wo das heiße Material aufsteigt, das sind also so teilweise lokale Bereiche, die dann miteinander verschmelzen. Nicht, dann entstehen hier wieder so neue Bereiche. Und da, wo das absinkt, sieht man auch sehr schön, da entstehen dann teilweise Bereiche, wo das Material wieder aufsteigt. Das heißt, es gibt so einen nichtlinearen Rückkopplungsprozess von aufsteigendem und absteigendem Material. Und das ist ja auch klar, weil das zugrunde liegende Problem ist halt auch ziemlich kompliziert. Ja, sieht man also ein sehr spannendes Ergebnis jetzt, nicht? Also eine sehr turbulente Konvektion. Könnte man also auch sehr schön als Bildschirmschoner verwenden. Habe ich übrigens auch schon gemacht. Kleines Geständnis. Ja, also das ist jetzt mal ein Beispiel für ein sehr kompliziertes Problem, was wir jetzt gelöst haben, aber das wir in verschiedene Teilprobleme zerlegt haben. Und wir haben die Teilprobleme verstanden. Wir haben auch verstanden, wie wir sie sinnvoll lösen können und konnten dann am Ende halt auch dieses komplizierte Problem, das also auch sehr schön dynamisch ist und komplizierte Lösungen liefern kann, ziemlich erfolgreich lösen. Nicht? Wir mussten also nur lernen, wie lösen wir Poisson-Gleichungen, also Randwertprobleme, wie lösen wir Diffusionsgleichungen, wie lösen wir das Advektionsproblem und wie können wir am Ende alles irgendwie in einen Code werfen und dann zusammenlösen. Das war also gar nicht so kompliziert. Was man jetzt hier auch nochmal sehr schön sieht, ist die Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen. Nicht, wenn ich also dieses symmetrische Temperaturfeld habe, kommt auch eine sehr symmetrische und stabile, ein sehr symmetrisches und stabiles Konvektionsmuster heraus. Und wenn ich jetzt hier so eine leichte Asymmetrie einfüge, kommt sofort ein sehr zeitabhängiges, dynamisches Ergebnis heraus. Also unglaublich toll aussieht. Nicht? Also man hat ein sehr kompliziertes Strömungsmuster. Und ja, die Strömung, die interagiert jetzt natürlich auch mit dem Temperaturfeld. Nicht? Hatten wir gesehen in die Poisson-Gleichung für die Vortizität, da geht die Temperatur ein. Also ganz genau die Temperaturgradienten in x-Richtung. Und das heißt, es gibt jetzt eine Rückkopplung zwischen dem Temperatur- und dem Strömungsfeld.
was wir vorher nicht hatten, wenn wir nur rein Advektionen berechnet hatten und das Strömungsfeld irgendwie nur so vorgegeben. Und hier gibt es jetzt wirklich eine Wechselwirkung zwischen Temperatur und Strömungsfeld. Ja, das heißt, das ist unglaublich spektakulär, wie man also mit einigen simplen Differentialgleichungen, ich hoffe, ihr stimmt mir mittlerweile zu, das sind eigentlich relativ simple Probleme, insbesondere wenn wir sie in 1D betrachtet haben. Also ich kann einfach nur irgendwelche Impuls und Energie und Masse durch Advektion transportieren. Und Impuls und Energie auch noch irgendwie durch Leitung, also durch atomare Stöße. Und ja, das war's dann auch schon, ne? Also mehr steckt in diesem Ergebnis jetzt auch gar nicht drin. Okay, wir haben dann noch so Annahmen gemacht, wie dann also Kräfte auf das Medium wirken, nicht? Also wie deformiert sich das Medium bei einer vorgegebenen Kraft, die drauf wirkt. Aber das war's dann auch schon. Und es führt trotzdem zu einem ziemlich spektakulären und dynamischen Ergebnis. Bin also absolut begeistert davon, dass das geklappt hat. Und ja, das ist also jetzt auch schon gleich ein Beispiel für eine Strömungsmodellierung, die jetzt durch das Temperaturfeld angetrieben wird. Aber wir sehen, wir lösen jetzt hier schon zumindest einen Teil der Navier-Stokes-Gleichung, auch wenn der komplizierte Teil irgendwie noch gelöst werden muss, also dieser nichtlineare Anteil der Navier-Stokes-Gleichung. So, das heißt, das war also das. Ja, was haben wir also gelernt in dem Notebook, beziehungsweise das ist jetzt eigentlich so das Ergebnis von dem ersten Teil von diesem Semester, was wir also bisher so alles gemacht haben. Wir haben also gesehen, wie können wir so einen komplexen 2D-thermischen Konvektionscode schreiben, indem wir einfach die zugrunde liegenden Gleichungen in Teilprobleme zerlegen, uns überlegen, wie können wir diese Teilprobleme lösen und am Ende nachher wieder alles zusammensetzen, ja, zu dem komplizierten Problem. Das ist also der Schlüssel, wie man komplizierte Probleme löst und wenn man es also im Studium dann weiterverfolgt, wird man sehr schnell sehen, sehr viel mehr Variationen von Teilproblemen gibt es eigentlich gar nicht. Also es gibt immer nur elementar Poisson-Problem. Es gibt ein Advektions- und ein Diffusionsproblem. Okay, in der Elektromagnetik gibt es dann noch irgendwelche komischen Probleme, wo Rotationen auftreten, aber naja, das sind halt auch Sachen, die kann man mit finiten Differenzen approximieren. Nicht? Das heißt, man muss dann nur die Rotation irgendwie richtig ausrechnen können, also Stichwort Maxwell-Gleichung. Ansonsten werden euch immer wieder diese Typen von Differentialgleichungen über den Weg laufen und ihr habt jetzt zumindest schon mal grob eine Vorstellung, wie man diese Teilprobleme lösen und dann zu komplizierteren Problemen wieder zusammensetzen kann. Dann hatten wir gesehen, trotzdem die Rayleigh-Zahl hier ziemlich groß war, also 1 mal 10 hoch 6, müsste man jetzt mal ausrechnen, wie viel größer das im Vergleich zur kritischen Rayleigh-Zahl ist. Aber das ist definitiv schon in diesem chaotischen Regime, das also Lorentz betrachtet hat. Das war ja irgendwie bei einer relativen Rayleigh-Zahl von 28 oder so. Und das ist definitiv oberhalb von dieser Zahl, in Größenordnung sogar. Und trotzdem wir halt diese hohe Rayleigh-Zahl haben, können wir also ein sehr stabiles Konvektionsmuster bekommen. Das muss also nicht immer gleich turbulent sein, sondern wenn ich halt diese symmetrische 2D-Temperaturverteilung annehme als Anfangsbedingung, bekomme ich ein sehr stabiles Konvektionsmuster, also sehr stabile Konvektionsrollen, wo dann also das heiße Material nur in einem eng begrenzten Bereich sehr stabil aufsteigen kann. Wenn ich dann aber auf der anderen Seite diese 2D-Temperaturstörung so ein bisschen asymmetrisch gestalte, ja, dann sieht man, kann also ein wirklich kompliziertes, zeitabhängiges Konvektionsmuster entstehen. Wo also wirklich das Temperatur- und das Geschwindigkeitsfeld laufend miteinander interagieren und zu einem ja, sehr komplizierten Strömungs- und Temperaturfeld dann entsprechend führen. Das heißt, das sind so die Essenz aus dieser Vorlesung und im Prinzip schon eine Zusammenfassung von dem, was wir so bisher alles gemacht haben.
So, was bleibt jetzt noch übrig? Als nächstes werden wir also mal so ein paar Strömungsprobleme lösen. Das heißt, wir wollen diesen nichtlinearen Anteil in den Navier-Stokes-Gleichungen auch nochmal genauer untersuchen. Also hier ging jetzt ja nur der simple, in Anführungszeichen, Teil der Navier-Stokes-Gleichung ein. Wir wollen uns also mit so ein paar Strömungsproblemen herumschlagen, würde ich mal sagen, die also hoffentlich auch sehr interessant sind. Und dann werden wir sehen, dass wir so ein bisschen wegkommen von den Advektions- und Diffusionsproblemen. Es gibt nämlich noch ein Problem, was wir gar nicht betrachtet haben, und das sind Wellen. Ja? Kann also durch Mittelung der Navier-Stokes-Gleichung die Wellenausbreitung in flachem Wasser modellieren. Was das genau ist, werden wir dann noch sehen. Das sind dann die sogenannten Flachwassergleichungen. Damit kann man dann so Tsunamis ganz nett modellieren. Und schließlich zum Schluss der Vorlesung geht es dann noch um Wellen von einem anderen Typ, nämlich um elastische Wellen, wo wir also auch eine andere Spannungsdehnungsbeziehung haben. Das heißt, wir betrachten dann, wie sich seismische Wellen in der festen Erde ausbreiten können. Das heißt, das ist noch so der Fahrplan für den letzten Teil der Vorlesung. Aber ich hoffe, so der Hauptteil der Vorlesung ist jetzt halbwegs klar geworden, warum wir also dieses komplizierte Problem in so verschiedene Teilprobleme zerlegt haben, dass man am Ende wirklich ein ziemlich kompliziertes Problem auch sicher lösen kann. Gut, ja, dann bedanke ich mich für heute für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann in der nächsten Vorlesung, wo es also ja, ziemlich turbulent wird. Tschüss und bis zum nächsten Mal.